Leute und herzlich willkommen in Ilias Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute kommt ein Video, was viele sich von euch gewünscht haben, und zwar ein What I Eat in a Day. Und ich muss mich auch jetzt schon beeilen, weil ich muss in die Schule, ich muss mir eine Jause machen, ich muss frühstücken und ich glaube, die Ilia wartet schon auf mich, weil wir wollen Pancakes machen und ich frisiere mich hier schon und deswegen gehen wir jetzt runter. Ja, ja, Sky, bleib du nur liegen. Wusste ich es doch. Ilia ist schon ganz bei der Sache. Bevor ich esse, bekommt erstmal Aski sein Frühstück. Ich bin Platz. So. Sehr brav. Guten Morgen. Morgen. Also schon beim Pancake machen. Natürlich, es ist Pancake Thursday. Du hast den Teig, das kannst du ja am besten. Ich mache dann die Verzierung. Nein, aber was machst du jetzt noch? Ich habe gedacht, ich mache einen Smoothie. Okay, passt. Mit Bananen und Zitronen, ist das gut? Passt perfekt. Für die Pancakes auch zum Trinken. Ist auch gesund. Genau. Okay, ich nehme den Mixer. Wollen wir Platz tauschen? Bist du schon fertig? Ja, ja, ich muss nur kurz noch warten, bis der Teig abtropft. Das dauert ein bisschen. Spaß. Ja, können wir eh. Okay, dann gehst du rüber. Yeah. Okay. Natürlich zu unserem Pancake Thursday kommt auch immer was Fruchtiges und was Gesundes dazu. Und deswegen mache ich jetzt so wie jeden Tag eigentlich. Eigentlich macht das immer unsere Mutter, weil wir immer das erste, was wir essen oder trinken, ist ein Smoothie mit Früchten. Und das schon seitdem wir klein sind. Ja. Meine Mama hat so viele Variationen ausprobiert über die Jahre. Es war eine Zeit lang sogar echt crazy. Da hat sie nur Grünzeug reingehaut. Das heißt so Brokkoli, ja, Kohl, Avocado. Avocado. Und dann hat sie noch einen Karottensaft dazu gepresst. Und dann gab es dann fruchtige Zeiten auch. Nein, aber dann hat sie das Karottensaft und das Grüne gemischt und das haben wir dann getrunken und es war, hatte irgendwie was, aber jetzt macht sie wieder die Fruchtsmoothies. Ja, und deswegen ist so lecker. Habe ich mir gedacht, ich mache jetzt auch einen Fruchtsmoothie und zwar, ich zeige euch, wie das geht, und zwar ich gebe 2 Bananen rein, dann gebe ich dazu, presse ich eine Zitrone und dann gebe ich noch einen Schuss Wasser, damit es nicht zu fest wird. Und genau, und die Bananen sind halt ziemlich fruchtig und süß und die Zitronen sind ein bisschen sauer und das schmeckt dann eigentlich ziemlich gut. Ich schiebe jetzt mal die Banane. Und ich tue sie so 2 teilen oder ich kann sie auch nochmal teilen. Dann kommt dazu eine gepresste Zitrone. Ich fange jetzt schon mal mit den Pancakes an und da verwende ich am liebsten diese kleine Pfanne. Meine Mama ist nicht so ein Fan von der, aber ich liebe sie. Schatzi, sitzt da einfach. Und Arvin, wie läuft dein Business so? Richtig gut. Nein, aber wie viele machst du, weißt du das? Also der Teig, den ich gemacht habe, der reicht immer für so 10 Pancakes aus. Bei einem Pancake-Teig ist es wichtig, dass er ein bisschen fester ist. Deswegen ist da Mehl drinnen und Backpulver ist drinnen, eine Prise Salz, ein bisschen Zucker. Und dann eben kommen noch die Milch und die Eier dazu, dass das Ganze natürlich dann noch gefestigt wird. Und dadurch kriegt er diese ganz eigene Pancake-Konsistenz einfach. Und es ist eh gut, wenn er nicht ganz durchgerührt ist, wie ihr seht. Wie ihr seht, weil dadurch schmecken die irgendwie noch ganz anders. Und seit neuestem gehe ich auch noch ein bisschen Vanillezucker hinzu und das macht es einfach noch so, noch irgendwie ganz eigener Geschmack. Ja, die Ilia kann das ja am besten, ich bin da nicht so gut drin. Ja, ich verziehe dann lieber mit Ahornsirup und den Früchten. Okay, ich mache jetzt noch die Zitronen, also die gepresste Zitrone rein. Der Smoothie kommt jetzt in den Mixer. So. Da ist auch noch ein bisschen Wasser drin und jetzt schalte ich an. Bei diesem Lärm spielen Ilia und ich immer, als wären wir in einem Techno-Club. So, für die Pancakes haben wir natürlich auch Früchte, damit man sie dazu essen kann. Und wir wollten eigentlich Erdbeeren, aber das machen wir eigentlich immer im Sommer. Und deswegen haben wir jetzt Himbeeren und Heidelbeeren und die wasche ich jetzt erstmal, damit sie nicht schmutzig sind, wenn wir sie essen. Genau, Arvin.
ich mache meine Pancakes dabei weiter. Ich brauche immer so ein paar Anläufe für den Morgen. Ich meine, das ist auch für mich früh, also darf mir keiner böse sein. Aber ja, ich glaube, der ist ganz gut geworden. Schauen wir jetzt, das finden wir jetzt heraus. Someone nett. Komm mal hier essen. Schaut super aus, Elia. Ja, ich brauche ein paar Versuche. Das ist der Beste bis jetzt. Wollt ihr meine ersten Pancakes sehen, den ich heute gemacht habe? Der ist genauso weiß wie ich. Super. Ich freue mich schon wieder so auf den Sommer, Leute. Aber es kommt auch erst mal der Frühling. Da beginnen die ganzen Vögel wieder zu zwitschern und alles blüht auf. Ich freue mich schon so. Und der Hase kommt, also der Osterhase. Du musst ihn so, also verstehst du, aber nicht nach hinten werfen, sondern... Okay. Ja. Okay. Oh Gott, Elia. Das ist was. Achtung, drei. Nein, deswegen ist es da noch flüssig. Das heißt, wenn es mir ins Gesicht gibt, alles voller Teig. Okay, Achtung. Oh, aber es ist falsch gelandet. Genau, mal. Ja! So, der Smoothie ist fertig. Das ist ein richtiger Magnesium-Vitamin-C-Kick, weil von der Banane kriegen wir irrsinnig viel Magnesium und von der Zitrone Vitamin C. Ja, nur das Problem ist, ich habe einen Eisenmangel, das heißt, das kannst du davon, was ich brauche, nicht Spaß. Und jetzt, Armin, wie geht's dir? Du musst es auch mal werfen. Nein, Elia! Aber das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Armin, aber probier es nochmal. Zweiter Versuch, bist du bereit? Also Armin, ich meine, das muss man erst mal schaffen. Du kannst froh sein, dass er nicht mehr flüssig war jetzt. Dritter Versuch, Leute. Ganz im Pyjama. Was machst du? Okay. Ich zeig's dir einfach. Nein, ich kann das. Ich weiß das jetzt. Warum ist das so? Ich mach hier alles richtig. Du musst es so tun. Okay, du musst so. Okay, warte. So. Okay, warte. Du musst es richtig so, dass es die Kurve hochrupft und dann wieder zurück in die Pfanne geht. Ja! Wir Pancakes-Profis sind wir. Genau, nach 4 Versuchen. In unseren Smoothie-Cocktail kommt noch ein bisschen Eis. Und schon kann unser Frühstück beginnen. So, unser Essen, unser Frühstück ist jetzt fertig. Wir haben jetzt hier alle Pancakes und die Früchte und den Ahornsirup und natürlich unsere Bananen, Zitronen, Wasser, Smoothies. Und die trinken wir jetzt, glaube ich, als erstes, oder? Mhm. Guten Appetit. Guten Appetit. Na, schmeckt denn die Zitrone richtig schön raus? Jetzt die Bananen. So, jetzt wird es Zeit für Pancakes, Armin. Ja. Ich nehme den hier. Ich nehme den hier. Und unser Papa hat uns so echten Ahornsirup aus Amerika damals mitgebracht. Der ist so gut. Und der schmeckt dann halt schon ein bisschen anders. Ich glaube, da ist einfach so eine ganz spezielle Formel noch drin. So. Ups, das ist ein bisschen so viel. Und dann Früchte! Aber das nehme ich mir jetzt einfach mit der Hand, oder? Du bist mir nicht böse, oder? Nein. Und Leute, das sieht doch super schön aus. Aber du musst dann sagen, wie die dir schmecken, weil sie schmecken ja jeden Tag anders. Ja. Ich glaube, mit den Früchten jetzt noch mal besser. Mhm. Ist schon sehr gut. Wenn ich in die Schule gehe, dann mache ich mir eine kleine Jause. Die besteht meistens aus Nüssen und ein paar Früchten. Heute nehme ich die übrig gebliebenen Beeren.
Dazu gibt es einen leckeren Toast mit Frischkäse und Gurken. Für die Schule und ich muss mich jetzt echt beeilen. Und übrigens, angezogen bin ich auch noch nicht, deswegen muss ich mich noch mehr beeilen. Nach der Schule bin ich unterwegs. Ich hole mir dann oft einen kleinen Snack. Heute ist es mal etwas Orientalisches. Ich hätte gerne einmal ein Butternaanbrot mit dieser weißen Soße. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ja, genau. Oh, ja, bitte. Und einmal bitte ein Soda-Zitron. Es fühlt sich so richtig an, als würde ich in so einem Zugabteil sitzen. Es sieht auch tatsächlich so aus. Genau, der Orient Express. Tut, tut. Also hier im Westfield Donauzentrum gibt es sehr verschiedene Sachen zum Essen und ich esse auch immer was anderes und heute habe ich mir gedacht, ich esse mal was Indisches, weil sonst, ihr kennt ja, ich bin ein Bowl-Lieber, ich esse Bowls fast jeden Tag, ich liebe Bowls, aber heute esse ich mal Indisch und ich habe jetzt so ein Ding bekommen und das tütet dann, wenn mein Essen fertig ist und da muss ich es holen und das wieder mitbringen. Und jetzt warten wir, bis es läutet. Es piept, das heißt, mein Essen ist fertig. Also ich habe hier einmal ein indisches Brot, das nennt man auch Naan. Und dazu habe ich so einen joghurtartigen Dip mit so Tomaten noch drinnen und keine Ahnung, halt Kräutern und so und ein Soda-Zitronen. Und manchmal esse ich auch ein Butter Chicken hier, aber nur wenn ich großen Hunger habe. Und jetzt habe ich nicht so viel Hunger, deswegen esse ich jetzt das hier. Also guten Appetit. Oh, ich liebe das, wenn das Naanbrot so frisch ist. Also dieser weiße Dip ist eigentlich ein Joghurt und das schmeckt ein bisschen zitronig und da ist auch Petersilie, glaube ich, drinnen und Koriander und auch roter Zwiebel und Tomaten. Und im Indischen ist es ja eigentlich so, dass das Essen meistens scharf ist und deswegen isst man auch meistens so eine Joghurtsoße dazu, dass man das so ein bisschen wieder beruhigt und so, dass es nicht mehr so scharf ist. Und das schmeckt zusammen ziemlich gut. So, weiter geht's mit meiner Tour. Ich bummle gern so rum. Einkaufen tue ich im Moment aber nichts. Weihnachten war für mich erstmal Shopping genug. Also manchmal, wenn ich hier im Donauzentrum bin, gehört es natürlich dazu, dass ich zu Starbucks gehe und natürlich jetzt auch. Hallo, hi. Bitte einmal einen mittleren kalten Chai Latte mit Eis. Ja. Und einen Schoko-Brownie. Ah, mein Nachmittagssnack. Also ich bin
trinke nicht so oft und so oft trinke ich auch nicht meinen Chai Latte Tee. Aber jetzt, ich esse auch meinen kleinen Brownie hier und wenn ich alle die Leute hier sehe, die lernen und alle. Und deswegen denke ich mir, ich mache jetzt auch einfach noch Hausübungen, weil ich habe auch was auf. Und deswegen mache ich das jetzt, währenddessen ich meinen Drink und meinen Brownie genieße. Hi Sue, I have some good news. My employers want me to move to Frankfurt next year and work at our German bank there. It's always been my ambition to live abroad from a year or two, as you know. So, jetzt geht's schon nach Hause und ich gehe jetzt, also entweder esse ich was zu Hause oder ich hole mir noch was vom Asia-Shop, weil da gibt's auch immer echt leckere Sachen zum Essen und die kann man dann zu Hause selber kochen. Und ich glaube, weil der ist eh gleich da vorne, da gehen wir jetzt noch hin. Oh, habe ich da gerade meinen Namen gehört? Ich glaube, da hat mich jetzt jemand erkannt und ich glaube, ich gehe ein Foto machen. Sicher, natürlich. Hallo. Moin. Tschüss. Tschüss. Danke. Moin, seid ihr süß. Bitteschön. Baba. Danke, tschüss. Bitteschön. Es ist grün, schnell. So. So, und jetzt sind wir auch schon beim Asia-Shop angelangt und ich freue mich jetzt schon auf drin, weil da ist schön warm. Leute, kennt ihr die Ili und ich essen die manchmal? Und die waren jetzt leider bei uns schon aus und da waren sie auch immer ausverkauft. Und ich glaube, ich nehme jetzt mal wieder welche mit, weil wir lieben die so sehr. Die schmecken nämlich echt gut. Also die solltet ihr auch mal ausprobieren. Jetzt, wo ich Bubble Tea wieder sehe, habe ich richtig Gusto drauf. Ich trinke das eigentlich eher im Sommer. Aber jetzt, wo ich das sehe, ich freue mich schon echt auf Sommer, dass ich das wieder trinken kann. Ah, ich liebe Bubble Tea. Was ich auch manchmal esse, sind diese Gyoza, das sind so Teigtaschen mit so Füllungen drinnen und ich probiere da immer andere aus und ich glaube, heute nehme ich das da oben, das ist Kimchi und Chicken und das probiere ich heute aus. Das mal so rausnehmen. Schaut ziemlich lecker aus. Das kommt auch mit und ich glaube, ich nehme auch so ein Spicy mal mit. Weil ich habe es auch gerne scharf. Und weil ich der Ili gesagt habe, dass ich im Asia-Shop bin, hat sie mich gebeten, dass ich ihr die Nigiris mitnehme. Und die sind da vorne und da isst sie das gerne mit Teriyaki Chicken und da nehme ich mir auch eins mit. Ah, das hier. So, ich nehme jetzt einen Korb, dann fällt mir nicht alles aus der Hand, das geht leichter. Also, dass ihr auch eine Vorstellung habt, wenn ihr nicht wisst, was Kimchi ist, das ist so ein eingelegtes Kraut mit einer, also entweder scharfen oder nicht so scharfen Soße und das schmeckt echt gut. Da sieht man es zum Beispiel. Oder da sieht man es auch gut. Das ist so richtig. So, jetzt sind hier, also jetzt sind wir hier bei was ganz Wichtigem für mich, was ich richtig liebe, angekommen. Und zwar diese Pilze hier. Das sind die Enoki-Pilze.
die lieben die Ilia und ich und das haben wir mal ausprobiert und seitdem lieben wir das und wir machen immer so eine Soße gemeinsam und das kochen wir immer gemeinsam. Und zwar, das sind so Pilze und die kocht man halt und dann macht man eine Soße drüber, kann man selber entscheiden, ob es scharf oder nicht scharf sein soll. Und die sind halt richtig, wie soll ich das sagen, sie sind nicht knackig, aber sie fühlen sich im Mund so knackig an. Sie machen auch so richtig lustige Geräusche. Und sie sind auch eine richtig komische Konsistenz eigentlich, wie Nudeln, nur halt als Pilze. Und die schmecken halt auch nur mit der Soße gut. Also die kommen auf jeden Fall auch mit. So, was ich hier urcool finde, ist, dass es da hinten so eine Ecke gibt, wo man sich hinsetzen kann und selber Nudeln essen kann. Und da holt man sich dann solche Nudeln in einer Dose. Und mich haben jetzt die hier echt angelacht. Ups. Und dann gibt es da auch so einen riesen Container, wo heißes Wasser drin ist. Und dann kann man sich die selber machen. Und jetzt gehen wir zur Kasse und dann können wir das essen. So, Nudel einmal aufmachen und das Pulver hineinleeren. Naja, wird auch so gut schmecken. So. Und das machen wir jetzt zu und warten, bis das weich wird. Ich weiß gar nicht, was ich mir gekauft habe. Ich habe nur das da oben, also das Bild da oben gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt scharf ist. Ah, spicy. Es ist scharf. Ja, ich mag es eh scharf, aber jetzt warten wir mal, bis das fertig ist. Da sind auch so Sachen drin. Sieht interessant aus. Ich hoffe, es schmeckt gut. Okay, das geht so schnell. Die Nudeln sind jetzt schon weich. Ich denke, ich kann schon probieren. Na, das ist aber eine lange Nudel. Das ist so scharf, oh mein Gott. Das ist scharf, das ist scharf. Aber es schmeckt gut, es ist schön gewürzig. Und diese Sachen, die da noch drin mitschwimmen, also eigentlich diese Suppe, schmeckt auch sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte wirklich lesen müssen. Oh Gott, ist das scharf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das so, die Suppe so pur trinken, also stelle ich mir vor, das, was mir daneben gegangen ist, vom Pulver wäre auch noch da drin, dann wäre es noch schärfer. Aber scharf hat doch Vorteile. Es ist im Winter, wenn es so kalt draußen ist, eh eigentlich ganz okay, wenn das innen so richtig einheizt. Also wenn ich dann draußen bin, dann kühlt es vielleicht wieder ein bisschen ab. Aber es schmeckt mir sehr gut. So, ich bin jetzt froh, dass ich nach dieser scharfen Suppe und dieser Nudelsuppe eigentlich wieder ein bisschen frische Luft, also kalte frische Luft, atmen kann. Und das kühlt jetzt wieder ab und jetzt ist es nicht mehr so scharf. Aber es war trotzdem sehr gut und innen ist es immer noch warm. So, ich bin jetzt im Auto am Weg zu Ilia und wir machen uns dann zu Hause was Schönes zum Essen mit den Sachen, die ich jetzt gerade beim Asiamarkt gekauft habe. Hallo! Hallo! Ilia ist auch da. Hallo, frisch von der Schule. Also es war eine sehr lange Schule. Heute hatte ich sehr lange Schule, das stimmt ja. Ja, ich nicht so lange. Und ich habe meine Jause aufgegessen, aber ich hatte noch Hunger. Deswegen bin ich nach Wien gefahren, Ilia. Oha! Ja, ins Donauzentrum. Ja, da habe ich dort schön gegessen. Was hast du alles gegessen? Also ich war ein Naanbrot essen mit so einer Joghurtsoße. Wo wir waren das letzte Mal? Ja, das war so lecker. Das ist so lecker. Und dann war ich beim Starbucks. Dort habe ich einen Gelatte-Tee getrunken, lecker, einen Brownie und Hausübung gemacht. So wie es jeder beim Starbucks macht. Ja. Und
Ja, das ist auch nur Schein. Und dann war ich noch beim Asia-Shop, da habe ich uns ein paar Sachen fürs Abendessen mitgenommen. Und dort habe ich dann so Nudeln gegessen, aber die waren so scharf und das habe ich nicht gesehen. Aber da ist jeder Sack, ja. Wow. Ja, du hast die rosene Nudeln wieder gekauft. Ja, sie gab es wieder. Und du hast, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber Origiris? Origiris? Ich weiß nicht, Origini. Aber urlecker, boah, ich hab richtig Hunger schon abends. Ja, Lika, jetzt können wir jetzt richtig was Feines zum Essen machen. Ja, da freue ich mich, weil Schulessen bei mir heute war ganz okay. Ja. Ich hatte nicht so großen Hunger, deswegen habe ich nicht Großmittag gegessen, aber dafür habe ich jetzt umso mehr Hunger beim Abendessen. Und wenn ich weiß, dass es sowas Leckeres gibt, dann freue ich mich natürlich doppelt. Na gut, dann würde ich sagen, wir fahren jetzt nach Hause und dann machen wir uns was zum Essen. Hallo und herzlich willkommen zurück in unserer Küche. Na gut, jetzt machen wir uns Essen, nachdem wir die Arme nicht weiterreden. Okay. Nein, also wie ihr wisst, wir waren beim Asia, also ich war beim Asia-Shop und ich habe diese Pilze mitgenommen und natürlich auch Nudeln und ich habe die ja nicht aus irgendeinem Grund, also ich habe sie natürlich aus einem Grund mitgenommen und zwar, weil wir uns jetzt ein schönes Essen damit machen, die Eli und ich, weil wir können schon kochen. Halt, also mit halt den Sachen, so die jetzt da sind. Aber nein, die Arben und ich haben da irgendwie echt vor kurzer Zeit so ein paar coole Rezepte gefunden mit den Sachen und das wollen wir euch heute zeigen, weil es ist echt super, super lecker. Und weil das geht, wir essen es auch wirklich oft, habe ich das Gefühl. Nein, oft essen wir es nicht. Ja, aber ab und zu halt. Schon manchmal. Genau, wenn wir halt Lust haben zu kochen. Okay, wir zeigen euch aber mal, was wir kochen. Genau. Für das Essen brauchen wir diese ganzen Sachen, die hier sind. Ich zeige euch das erstmal. Also, wir haben hier einmal die Enoki-Pilze. Die zeigen wir euch dann Schritt für Schritt, wie man das macht. Hier gibt es eine richtig leckere Soße dazu. Die mache ich immer. Dann haben wir einmal diese Buddha-Nudeln. Oder heißen die so? Bulldog. Ja. Bulldog-Nudeln, keine Ahnung. Aber die sind lecker. Gut. Dann haben wir hier überall Sachen für die Soße. Also einmal Sojasauce, dann haben wir eine Honig-Teriyaki-Soße. Die kann ich übrigens auch voll empfehlen, wenn ihr einfach so Sushi essen wollt und noch so ein bisschen Spice haben wollt. Die ist nämlich richtig, richtig gut auch. Dann Paprikapulver, dann haben wir auch Tomatenmark, dann haben wir Salz und Zucker. Und dann haben braunen Zucker, ganz wichtig. Ja, und dann haben wir hier noch zwei Knoblauchzehen, weil die brauchen wir dann für die Pilze zum Anbraten. Und dann hat die Ave noch diese Origiris mitgebracht. Ich hoffe, ich sage es jetzt. Ich weiß nicht, wie Origiris oder Origiris? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die kenne ich von meinen koreanischen, japanischen und chinesischen Schulkollegen aus der Schule. Und die sind sehr gut. Die schmecken wie Sushi. Ja, das ist richtig lecker. Und das ist so für einen Snack für zwischendurch. Aber jetzt würde ich erstmal anfangen zu kochen, weil sonst werden wir hier nie fertig. Die Pilze werden unten abgeschnitten und dann gründlich gewaschen. So, diese Nudeln kommen immer so und die werfe ich jetzt hier dann einfach hier rein, wenn das noch ein bisschen mehr kocht. Und jetzt werfe ich die einfach so, wie sie sind, hier rein und jetzt kochen die dann für 5 Minuten. Und diese Packerl kommen immer mit diesen zwei Soßen hier. So, und eins davon ist eben diese scharfe Soße, die brauchen wir. Aber diese Carbonara-Soße, Puder, verwende ich nicht so gerne, weil das ist mir irgendwie ein bisschen... Es schmeckt irgendwie ein bisschen einfach nicht natürlich. Und ich glaube auch nicht, dass es was Natürliches ist. Deswegen verwende ich eben den anderen Käse, damit es halt dadurch ein bisschen cremiger wird. Also ich beginne jetzt zuerst mit den Pilzen, sie anzubraten. Und da gebe ich jetzt erstmal ein bisschen Sonnenblumenöl rein. So. Das ist viel zu viel. Ja. Eigentlich tut die Ili immer die Pilze noch und ich mache immer die Soße. So, okay. Ja, das heißt, ich mache Pilze und Nudeln und die Abel macht nur die Soße. Zuerst kommt mal die eine Knoblauchzehe rein. Ich weiß nicht, wie scharf ihr es gerne habt, aber ich liebe Knoblauch über alles. Ja, stinke ich dann am nächsten Tag vielleicht ein bisschen. Dafür war das Essen richtig lecker. Ja, kommen die Pilze rein und so. Verkehr, das habe ich eh schon gesagt. Den Knoblauch in der. Ja, aber man muss das Öl ja auch ein bisschen. Währenddessen, weil die gehen ziemlich schnell, machen wir die Soße. Ich mache schon mal die Nudeln. Ja, okay. Also, da beginne ich jetzt erstmal mit braunem Zucker. Wie viel da reinkommt, ist eigentlich, kommt drauf an, wie viel Pilze wir machen. Ich mache es halt jetzt mal für 2 Portionen. Okay.
Das ist nur für zwei Personen. Und dann kommt da dazu das Paprikapulver. Da kommt auch für zwei Portionen. Portionen oder Personen? Portionen. Dann kommt das Tomatenmark rein. Da die Ilia und ich mögen nicht so Tomatenmark, aber es gehört dazu. Doch, ist jetzt gar nicht so schlecht, aber... Ich bin eher so nicht der Fan. Ja, aber das ist so ein Fan davon. Während die Abend das gerade schon macht, mache ich die zweite Knoblauchzehe rein. Weil das muss ja, der Geschmack muss sich ja entfalten nach unserer Chefköchin-Abend. Okay, und jetzt kommt auch schon das meist, also der Hauptteil eigentlich, die Sojasauce. Oh Leute, wenn ihr das gerade riechen könntet. Also wenn ihr ein Fan von Knoblauch seid, dann würde echt das Wasser euch im Mund gerade zusammenlaufen. Und jetzt machen wir auch noch ein bisschen von dem Honig-Teriyaki rein, das sehr gut ist. Und wenn ihr kein Honig-Teriyaki habt, ihr könnt auch normale Teriyaki und dann Honig einfach nur reingeben. Es geht. Gott! In dein Gesicht auch noch? Oh Gott, hoffentlich nicht auf mich. Nein! Aber Leute, ich kann euch eins sagen, wenn ihr irgendwo neu wohin zieht und wollt, dass es einfach nach Essen riecht, dann nehmt euch einfach eine Pfanne mit Öl oder Butter und bratet einfach Zwiebel oder Knoblauch an, weil das riecht am stärksten. Und da, wenn man großen Hunger hat, dann kann man das auch nur schon ein bisschen schnüffeln und dann vergeht der Hunger auch schon. Nein, Spaß, aber... Okay, und jetzt... Ja, immer wenn ich das rieche, fühle ich mich schon wirklich wie in so einer echten Küche. So viel Zucker. So, und jetzt rühren wir um. Ich mache schon mal weiter mit meiner spicy Soße. Ich mache hier nur ein Spitzel auf, weil ich hatte mal ein weißes T-Shirt an und habe das gemacht. Das T-Shirt ist kaputt. Und das kommt jetzt hier. Ja, meine so. Auch. Meine weißen T-Shirts. Und Leute, diese Soße, seht ihr, wie orange die ist? Das ist halt, weil es wirklich extrem scharf ist. Deswegen machen wir das mal wieder ein bisschen heller. Weil sonst verbrennen wir uns. Pastell. So wie wir es mögen. Bei mir ist noch ein bisschen Time for Käse. Ich glaube, wir haben die Soße gar nicht probiert. Oh Gott. Du darfst tasten. Oh Gott, ich habe diesmal nicht probiert. Sag, wie sie schmeckt. So wie immer? Ja. So wie immer. So wie immer. Ah, du hast Käse in meine Pilze gemacht. Ja, unabsichtlich ein bisschen. Stille. Also das kocht jetzt so lange, bis die wieder beginnen aufzusprudeln, sage ich. Also bis wieder diese Blubberblasen kommen, da zum Beispiel. Also bis es aufkocht eigentlich. Und dann ist es eigentlich fertig und die Nudeln sind dann auch fertig. Also perfekt, Ilia. Ja. So. So, fertig ist unser asiatisches Dinner. Das sind jetzt unsere zwei Häufchen, die wir gekocht haben. Leute, wir sind keine Profiköche, wir können natürlich nicht wunderschön anrichten, wie man es gerne in einer Werbung hätte. Aber ich meine, dafür sind wir auch nicht da, sondern wir wollen euch das einfach zeigen. Und nachdem wir es nicht geschafft haben, die zu essen, werden wir das jetzt einfach noch machen. Bitteschön. Bitteschön. Komm, wir essen. So, und jetzt kosten wir mal. Ich bin gespannt, wie die Nudeln schmecken. Man muss sie relativ schnell dann essen, weil sonst ist diese leckere Creaminess dann einfach weg und dann sind sie nicht mehr so... Oh Gott, ich hab's nur eingeatmet, das war unscharf. Ich hab's nur gegessen. Na, ist ein Garten. Okay, sie sind ein bisschen scharf geworden. Weil zuerst merkt man die Schärfe gar nicht, aber... Aber sie sind urgut. Ja, das stimmt. Ob du es glauben willst oder nicht? Ich will es glauben. Es ist aber wirklich der Käse, den wir noch extra drüber gegeben haben. Das macht es irgendwie noch ein bisschen besser. Das ist so ein ganz eigener Geschmack noch. Und dann kann man das hier, den Reis nämlich so umknicken. Und dann kann man das so essen. Bitteschön, lasst ihr schmecken. Dankeschön.
Also es schmeckt eigentlich ein bisschen wie Sushi. Es ist innen Sushi-Reis und drinnen wahrscheinlich eine Füllung. Bei mir ist es jetzt Chicken Teriyaki. Und drumherum sind solche Algen. Seetang. Ja, Seetang. Und das ist halt das Crunchy, also was so crunchy ist. Mm. Man kann diesen Seetang auch extra kaufen, nur zum Essen so. Mm. Und ich habe das geliebt. Meine Oma hat mir das immer mitgebracht früher. Und ich habe das immer weggegessen. Und ich habe Arwen und die ganzen kleineren Kinder immer veräppelt, dass es Medizin ist, die ich nehmen muss, damit sie es nicht essen, weil die das auch so geliebt haben, damit mehr für mich übrig bleibt. Ich weiß, ein bisschen egoistisch, aber Leute, wenn man so viele Geschwister hat, muss man schauen, wo man bleibt. Und außerdem schmeckt das wirklich gut. Mhm. So Leute, das war's jetzt mit meinem What I Eat in a Day. Ich hoffe, ich habe euch inspiriert mit meinen Snacks, mit meinem Essen überhaupt, mit unserem Kochen. Und schreibt mir, was ihr so esst. Und genau, wir sehen uns nächste Woche wieder. Küsschen und tschüss. Auch von mir, ciao. Bye. Und wenn ihr das nachkocht, lasst es euch schmecken. That's what I'm talking about. Kennst du das? That's what I'm talking about.